Hallo Jutabis und herzlich willkommen zu Folge 64 von Let's Play Zivilisation 5. Ja, es ist immer noch die Aufnahmesession des 5.5. Mittlerweile ist es immer noch 19,7 Grad, 12.31 Uhr. Ich habe gerade festgestellt, langsam sollte ich doch was zu essen machen. Aber ich bin überhaupt nicht motiviert, was zu essen zu machen. Naja, das liegt an diesem grauen Wetter. Und ich mache das hier in Aufnahme nach der anderen schon, weil vorgestern hatte ich Junior gesehen und gestern hatte ich damit gute Laune. Heute retten mich meine Aufnahmen für den Rest des Tages. Morgen blase ich Trübsal wie folgt. Ja, den Titel entnehmt ihr das heutige Thema. Mehr Motivation durch Zuschauer. Große Frage, ist man als Let's Player motivierter, etwas zu tun? Oder generell ja als YouTuber wahrscheinlich auch, wenn man Zuschauer hat? Jein. Also grundsätzlich ist es natürlich schön zu wissen, dass es Zuschauer gibt. Hat auf mich persönlich, ich kann es ja nur aus meiner Sicht sagen, und das ist alles streng subjektiv, nur wenig Einfluss, weil man könnte jetzt fragen, hat sich was dadurch verändert, wenn du weißt, da schauen jetzt Pia, Judith, Eisen oder sonst was zu, ne? Nee, weil Eisen, der schaut sich die Folgen ja nicht an, der hört sie ja nur, während er im Büro sitzt und vor sich seinen Do-it-yourself-Office-Hamburger hat und überlegt, muss ich erst den Käse und dann die Tomatenscheibe und dann das Salatblatt oder Salatblatt und Käsescheibe Tomate oder Tomate, Salatblatt, Käse. Ja, das ist ja so schwierig, diese skandinavischen Anleitungen zu lesen. Ne? Do-it-yourself-Hamburger-Smörblöckle. Was viele gar nicht wissen, Smörblöckle wäre ja fast der Name von Minecraft geworden. Nur ich und Notch haben uns damals nicht geeinigt. Ich war für was Skandinavisches. Er hat gesagt, nee, wenn das international ist, verkauft sich besser. Da habe ich mir gedacht, hau deinen Scheiß doch alleine raus. Ich mache hier nicht mehr mit, ja. Ich studiere jetzt Lehramt. Er hat eine Villa in Malibu. Verdammt. Naja, auf jeden Fall. Nein, also für mich ist es ja so, ich habe das von Anfang an immer gemacht, ob da einer kommt oder nicht, mal schauen. Wenn es einem gefällt oder kommentiert oder was auch immer, werden wir sehen. Aber ich glaube, für mich ist es dann halbwegs mehr interessant zu wissen, wenn man mal ein, zwei Zuschauer hat, die kommentieren, die sagen, das gefällt mir oder nicht oder was auch immer, so eine Interaktion dann zu wissen, ja, die Leute gucken das an, weil sie gelangweilt sind oder einfach mal nicht reinhören oder was Interessantes hören. Ne? Wenn ich sage, jeden Tag ja, kommt ja irgendein anderes Blabla-Thema und die Leute hören sich das halt an, das ist ja so. Das ist ja so ein sozialer Ausgleich. Ne? Menschen gehen ja heutzutage nicht mehr raus und treffen andere Menschen. Sie socialen ja. Sie haben jetzt soziale Netzwerke. Also früher hat man noch Freunde getroffen, heute hat man ein soziales Netzwerk. Das hat mich immer schon bei MySpace fasziniert, wie eine Person 30.000 Freunde haben kann. Ich glaube, bei Facebook ist irgendwo bei 5.000 Schluss oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, habe ich nicht, will ich auch nicht. Ist auch nicht das Thema. Aber ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Pia sitzt da, futtert sich ihre Erdnüsse rein. Nom, 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 nom. Was redet der von Blödsinn? Nom, 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 nom. Ne? Lacht sich dabei ein. Checkig, wenn ich das sage. Fällt wahrscheinlich gerade vom Stuhl und lacht darüber, dass sie vom Stuhl fällt, weil ich das sage, dass sie vom Stuhl gefallen ist. Ich weiß es nicht. Ja, das sind natürlich so kleine Spiechen, die kann man dann in seine Folgen jetzt einbauen. Ne? Wenn man weiß, derjenige, diejenige hört zu. Klar macht man das. Ich weiß nicht, ob ich das wie Gronkh könnte, wenn ich 100.000 hätte. Wäre ein bisschen schwierig, aber klar macht man das dann etwas allgemeiner oder so. Es hat sicherlich einen Einfluss. Es ist ein Stück weit motivierend zu wissen, ja, der eine oder andere, dem gefällt das vielleicht sogar, was man macht. Aber so, dass ich jetzt sagen kann, oh, jetzt muss ich unbedingt noch 20 Folgen machen, für jeden Tag muss ich 5 Folgen. Nö. Nee, nee, ich mache das weiter. Bisher. Ich hatte immer meinen Ansatz, das ist ja erstmal was für mich. Und ne? Ihr kennt meine Kanalprinzipien, langsam habe ich es oft und nur hoch und runter geredet. Spaß haben, Spaß bringen, positiv beeinflussen. Ne? Und das fängt nun mal in der Reihenfolge an, weil wenn ich damit keinen Spaß mehr hätte und mir das nichts bringen würde, dann könnte ich mir das eigentlich sparen, oder? Also, wofür da noch? Das Geld deswegen mache ich es nie, weil es gibt keine Monetarisierung. Und die ersten Videos in dieser Playlist sind ja nur deshalb monetarisiert, weil da irgendeine Musik im Hintergrund ist, die ich versucht habe rauszufiltern. Aber das funktioniert ja komischerweise nicht. Zwangsmonetarisierung, so ein Scheiß. Ui. Trinken und atmen. Und denken. Echtes Multitasking-Talent bin ich. So. Ja, also ist das motivierend, wenn ich mir vorstelle, ich mache irgendwann mal einen Livestream, kündige es an, dann kommen die Leute. Ja, ja, klar. Das habe ich erlebt beim letzten Mal, vorletzten Mal. Da war dann die Judith dabei, liebe Grüße. Aber das war Portal, stimmt, das war mein letztes Mal mit Biohazard, Portal Coop. Da ist natürlich für sie jetzt nicht so viel Spannendes dabei. Da waren auch mal ein paar Freunde von Bio und so dabei. Also, das ist natürlich mal was anderes. Oder wenn ich merke, Chris IT schaut auch immer, na klar, ist das ein bisschen was anderes. Uwab müsste ich die Ohren lang ziehen, weil er sich die Folgen hier nicht reinschaut. Und ich gucke bei dem fleißig jeden Tag, dem trete ich in den Hintern, dieser rückgratlose, undankbare. Nein, also Spaß beiseite. Klar, das ist spaßig und so, aber
Ja, also ich stehe jetzt nicht hier und sage, oh, jetzt muss ich aber unbedingt noch 20 super tolle Folgen machen und hochspannende, sonst würde ich ja nicht nach den Themenbesprechungen hier das Let's Play weiter normal fortsetzen. Kann man das normal fortsetzen, denn wenn ich sowieso pro Folge bloß noch eine Runde schaffe? Naja. Ich glaube, was mich mehr motiviert, ist, dass ich da das ein oder andere besprechen kann, euch weitergeben kann, auch mal mich über mich selbst lustig machen kann. Und im Hinterkopf ist immer so ein bisschen, die Leute denken darüber auch mal nach. Das ist ja, ich will gar nicht sagen, meine Aufgabe als Lehrer, sondern im Leben war es ja immer so, ich möchte Menschen dazu bringen, nachzudenken und ihren eigenen Verstand zu nutzen und nicht immer bloß auf A, B, C oder D zu hören. Ne? Je nachdem, wo ich lebe, höre ich dann auf die Mehrheit, das kann auch mal ganz schnell böse enden. Nee, nee. Eigenen Kopf einschalten hat viel mehr Sinn, macht viel mehr Spaß, ist auch besser fürs Leben und für die Gesellschaft. Müsste ich mir jetzt die Frage stellen, wäre es noch motivierender, wenn ich mehr Zuschauer hätte oder wenn ich wüsste, da kommen jetzt 100 Leute oder so? Ne? Macht das einen Unterschied, wenn ich dann 100 Anonyme habe, die ich mir sowieso nicht merken kann, oder wenn ich bloß drei, vier Zuschauer habe, von denen ich dann vielleicht noch die Namen weiß oder so? Ist schwer zu beurteilen. Das wäre ja dann die Grenze zu, man hat viele Zuschauer und so weiter und so fort. Ne? Ich bin ja keine Dammakasch, die kontinuierlich weiter wächst oder so, oder die auch das Ziel hat. Und mir ist es doch. Ja, ist alles ein bisschen komisch. Ich glaube nicht, dass das so einen großen Einfluss auf mich hätte. Oder dass ich allzu viel jetzt anders machen würde. Also wenn ich jetzt vorstelle, jeden Tag würden, was ich, 1000 Leute und ich wüsste ja nicht, wer es ist, anonymisiert, ne, da reinschauen. Soll ich jetzt für jeden Kommentar, der da mal kommt, dann jetzt gleich einen Kommentar abgeben in der Folge oder so? Bäh, nee. Ich würde trotzdem weiter meine Themen besprechen und da was und mich über den Alltag aufregen und über mich selber lustig machen und über euch lustig machen. Euch quälen mit Singen. Klingt, als ob man ein Hamster wirkt. Nicht, dass ich schon mal ein Hamster gewirkt hätte, aber so stelle ich mir das vor. In der Mangelung an lustigen Animationsfilmen, die ich gucke. Oder nicht gucke. Gut, jetzt habe ich die ganze Zeit diese bunten, schokolierten, tragierten Nüsse neben mir gehabt und keine gegessen. Schaffe ich es wohl doch, nach der Folge mal Mittagessen zu machen. Obwohl, ich habe noch eine Folge eigentlich ein Thema. Ja, die kann ich mir auch für ein andermal aufheben. Mache ich halt bloß vier Aufnahmen? Ah, das sind schon Themen, die Welt bewegen. Mache ich bloß vier aus Angst, dass die nächste Folge nicht mehr so spannend wird oder ich keine Motivation mehr habe. Das hat schon eher Einfluss, wenn ich mir sage, ich habe dann auch keine Lust mehr, dann mache ich es auch nicht mehr. Ab und zu mal ringt man sich natürlich trotzdem dazu, aber im Allgemeinen sage ich mir, ja, warum? Nur um eine Folge rausgebracht zu haben, das ist ganz ehrlich, ich kann doch damit leben, mal eine Woche lang nichts zu bringen. Das ist nicht so die Prämisse. Wenn ich jetzt zurück überlege, ist es undemotivierend, wenn ich bedenke, wie viele Folgen, ich meine, ich habe ja über 1000 Folgen auf meinem Kanal mittlerweile, dann vielleicht gar niemand jemals gesehen hat oder so, oder nur kurz rein und wieder aus, ne? Nö. Also schon von der Tonqualität her, ne? Wenn ich mir die allererste Folge einschaue, ne? Die hat ja nicht zum Spaß den Titel Aller Anfang ist Müll. Also schon durchaus auch mit Spaß dabei, aber ist ja ganz bewusst gewesen, ne? Nee, es geht schon. Ich kann damit leben. Ein paar Let's Play-Folgen habe ich ja durchaus zu Ende gebracht. Also sowas wie Tomb Raider ist ja tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Headset hin oder her. Und die Frage ist, was mache ich, wenn ich mit Zivilisation fertig bin? Portal wäre jetzt eine Option natürlich, aber das hebe ich mir wahrscheinlich auf für den Late Grind. Obwohl ich dann noch eine andere Idee habe, die ich jetzt nicht verraten werde, aber erstmal gucken, ob das mit dem Controller klappt. Ansonsten hatte ich nicht irgend so ein Rennspiel, glaube ich, in dem Key für 80 Cent, muss ich mal gucken, Random Key. Ja, gibt so viele Möglichkeiten. Wobei ein Rennspiel natürlich nicht gut ist, um Themen zu besprechen, aber naja, für einen kurzen Spaß zwischendurch geht's mal. Da bringe ich halt wieder zwei oder drei verschiedene Let's Plays und eins davon ist mit Themen oder so, wo wir mehr reden. Ich warte ja noch darauf, dass Life is Feudal billig wird, dann könnte man das nicht nämlich zulegen und das ist nur wirklich was, wo man die ganze Zeit reden könnte, wenn man so seine Welt aufbaut. Was an sich ja schon ein interessantes Thema ist. Manche Spiele sind ja auch ein interessantes Thema, aber ich möchte nur kein Let's Play Zivilisation. Thema reden wir über Horizon Zero Dawn. Also wenn ihr euch das wünscht, dass ich zu bestimmten Spielen rede, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich das Spiel kenne, mache ich das gerne. Ne, ich meine, beim UWAP schaue ich Breath of the Wild. Schaut es euch an, UWAP. Ne? Also Uwe aus Polen und so. Schreibt in die Kommentare eure lustigsten Abkürzungen für UWAP. Wofür könnte die U Abkürzung UWAP stehen? Unzivilisierter, wilder, angeberischer Prolet oder so. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. So, jetzt aber vorgeplänkelt. Wir haben ja noch einen Krieg zu gewinnen, den wir hier fleißig führen. Ihr seid an dem Zug, einen Vorschlag zu machen.
Ich bin diesmal für Weltherrscher. Kann ich nicht. Schade. Verdammt. Historische Wahrzeiten. Aha. Interessiert keinen. Atomwaffen sperren, damit sich ja nee. Produktion durch Wissenschaftler und plus 1 wissenschaftliche Ingenieure. Das ist mir eigentlich wurscht. Hier internationale Spiele, Tourismus erhöht, Runde an freie Sozialpolitik. Das klingt doch schön. Nee. Hat man ja schon. Weltreligion, Shintoismus, haben wir schon. Die sind dankbar dafür. Wenn ich das auflöse, nehme ich an. Embargo. Nö. Luxusgut verbieten. Nö. Stehendes Herbesteuern. Warum sollten wir? Gelehrte vor Ort. Ich bin da nicht bekloppt. Internationale Spiele. Machen wir das. Vorschlag übergeben. Jupp. So. Interessiert mich nicht. Ohne einen klaren Gewinner. Der was? Der die erforderliche Anzahl von 25 Abgeordneten der Weltherrschervorschlag gescheitert. Die zwei besten Zivilisationen hatten stattdessen 40 Abgeordnete. Was? Ich habe zusätzliche und ihr auch. Ha? 20. Bis dahin ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. Na gut. Marineinheiten. Fortbewegung. Wir haben es eilig. Und dann hier rüber. Oder so. Zack. Die nächste Welle. Ja, gegen Marineeinheiten, meinetwegen. Und dann besetzt, alles besetzt. Wo können wir dich noch irgendwo hier hin? Danke. Bist du gerade durch die Stadt gegangen? Na, meinetwegen. Einheit befördern. Warum eigentlich? Artillerie, interessiert mich nicht. Dein, du. Klar, gegen Städte und was auch immer. Interessiert mich nämlich auch nicht. Produktion. Buffalo Creek produziert Forschung, weil die Stadt wird eingeebnet. Sind 2 Stunden vernichtet. Da Ego, mach halt irgendwas Sinnvolles, wie zum Beispiel ein medizinisches Labor. Guva, mhm. Wollt ihr gegen mich Krieg führen? Hier ist ein Freibeuter. Ich frag nur, weil... Unser Burg hier, bitte. Nashran, ist mir auch völlig wurscht, mach medizinisches Labor. So. Entschuldigung. Kaufen Flughafen. Lohnt sich nicht. Ich mach's trotzdem, weil ich's kann. Ihr wollt Markt haben, meinetwegen. Und euch fliege ich mal kurz weg. Ja, Nick, hier bin ich. Auch dich fliege ich gleich weg. Von mir aus auch hier ein Panzer bewegen. Nein. Keine Diskussion, ich habe keine Zeit für sowas. Produktion in Montreal. Was darf es denn sein? Bau einen Schrein, freue ich mich. Komm mal kurz hier rum, dankeschön. Gleich mal erweitern. Tarnkappenbomber, natürlich. Wo wir gerade dabei sind, dann können wir in diesem Zug Tarnkappenbomber bauen, bis zum Fall. Zack. Zack. Keine Ahnung, was mich das kostet. Bomber. 70. Hab gleich kein Geld mehr. Zerstörer. Wollen wir jetzt schon Krieg erklären? In dieser Runde? Und gleich drauf gehen? Einfach mal um zu schauen, was erreichen wir damit? Warum eigentlich nicht? Genug haben wir. Aber hier unten sind ja noch ein paar Doofdädel, die mir auf den Keks gehen wollen. Von hier aus angreifen? Jupp, kann ich. Ihr könnt euch nicht nähern. Du da. Ja, noch? Zerstörer. Achso, ja. Heil mal kurz. Wir sind nämlich gleich nicht mehr in unserem Gebiet.
Warte mal, wenn wir schon mal dabei sind, dann direkt so, dass wir hier nicht aus dem Bereich rausfahren. Der nächste. Heilen, danke. Da. Oh, ein Panzerschiff. Wie schön. Nächste Runde erklären wir Spanien den Krieg, oder? Reicht uns das dann? Haben wir dann genug gesehen? So, Schlachtschiff. Schön, dass hier auch kleine Bombe ist. Das macht es nicht ganz unpraktisch. Turboboot. Auch nicht schlecht. Reitschaft. Panzer. Ja, gut. Kann man schon mal hier haben, aber kann man den hier gebrauchen? Wahrscheinlich eher nicht. Kann ich dich hier rüberfliegen? Kampfpanzer. Warte mal kurz. Heil dich einfach. Zum Kampfpanzer. Auf, was auch immer. Der nächste. Noch ein Zerstörer. Ja, Mensch. Hier ist ja eine Flotte unterwegs. Das gibt's ja gar nicht. Wer will, der hat noch nicht. Jeder darf mal, jeder wird bedient. Ich glaube, wir haben für den Rest des Spiels genug Militäreinheiten. Fürs Erste. Was? Zerstörer? Ja, Helm. Du schon wieder. Feuer frei. Uff. Hast du nach? Nee. Soll hier nicht um ein Schiff kommen? Ja, du, ne? Du bist aufgeheilt. Du kannst jetzt schon kaputt machen, ja? Dann mach das doch. Ich hätte mit dem nochmal angreifen können. Verdammt. So, ja, an die Tier ist mir egal. Gerichtsbeute haben eh frei. Mission. Irgendwann in 100 Runden machst du im Moment. Und unser Zerstörer, der geht schon mal weiter. Hier. Und du kannst dich weiter bewegen nach da irgendwo. Okay, gut, mach das. Der nächste. Oh, ein Schlachtschiff. Wie schön. Die Richtung. Du heilst, du nicht. Du gehst hier rüber. Bazooka. Wilde Disle Bazooka. Was? Hast du auch was zu tun? Bereitschaft. Noch ein Schlachtschiff. Wo kommen die nur alle her, frage ich mich. So. Da muss ja was los sein. Du kannst jetzt langsam mal hier unten Stellung nehmen. Weil hier unten ist auch noch einer, der mir im Weg rumsteht. Kriege ich aber nicht mehr, okay. Jetzt sieht das eh nicht mehr, ich angreife. Edge. Ich wäre jetzt schon Weltherrscher, wenn die nicht wären. Gut, die benötigten Stimmen hätte ich eh nicht gehabt, also was soll's. So, wo bist du und warum? Was machst du hier bitte? Achso, du bist das Schlachtschiff. Nee, das bringt mir da oben gar nichts. Null. Haben wir schon eingenommen. Wellington interessiert mich jetzt auch herzlich wenig. Bomber. Danke, Bomber. Dankeschön. Nächste. Platinia. Haben wir nicht schon nächsten Flughafen? Wieso kann ich den dann nicht wegregen? Sehr merkwürdig. Aber dich, hä? Na gut, dann eben dich. So, bitteschön. Und jetzt einmal hier rüber. Dahin. Dankeschön. Der nächste. Noch eine Brazinia. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Was machst du hier, wo ich dich nicht mehr brauchen kann?
Geh doch mal hier rüber. Ich merke ein gewisses Ungleichgewicht in der Verschiebung meiner Einheiten. Zack. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, woran das liegt. Ich kann mir das beim besten Willen nicht erklären. Schlachtschiff, mhm. Raketenartillerie. Ja, die könnten hier drüben durchaus ein bisschen Schaden anrichten. Die könnten hier drüben durchaus etwas Schaden anrichten. Die könnten anderen Partner haben. So. Wuppdiwupp. Der nächste. Eine Lenkrakete. Hebe ich mir auf. Ein Bautrupp. Tschüss, Reini. Den hatte ich nur eingenommen, weil ich es kann. Weil ich es kann. Kein Geld mehr für Modernisierung, dann ruh dich aus. Puh, nächste Runde. Meine Güte, das ging aber schnell. Das ging heute schnell, habe ich so wenig gesprochen. Kann das sein? Ist es das? Bin ich des Sprechens so müde? So, ein Panzer, der fährt einfach mal über das Meer, das geht schneller. Ah, lang, Dankeschön. Gehört ja eh bald uns das Meer. Noch einer ohne. Hier ist was los. Hier ist aber auch was los, mein lieber Scholli. So, also ich hätte jetzt Angst, muss ich sagen. Nächste Runde. Hier oben sind ja noch ein paar Irokesen und eine Stadt, die ich noch einnehmen muss, ne? Und Gwanda, mhm. Die haben unsere Einheiten dezimiert. Kann ich dann hier einfach mal irgendwas hinschicken, was Größeres? Fällt mir gerade mal so auf. Lenkrakete oder so. Total schwachsinnige Einheiten hier. Auswirkungen der Nanotechnologie. Auf unser Leben werden die Auswirkungen der elektronischen Revolution noch übertreffen. Ach, immer diese Übertreibungen. So, in der nächsten Runde geht uns das Geld aus, wollte ich nur sagen. Was mal forschen wir denn jetzt noch Schönes? Ja, dann meinetwegen. Das Internet. Warum sollte ich jetzt das Internet? Ja, eins nach dem anderen. Hui, 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 hui. Da geht's wieder rund. Wollen wir das gleich machen? Wichtigeres zu tun. Ja, mich interessieren eure Färbemittel wirklich ungemein, muss ich sagen. Also das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt für mich. Sao Paulo, wo sind wir hier? Machen wir es jetzt von zwei Seiten. So, Färbe, 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 Färbe. Leidet Hunger, Färbe, 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 Färbe. Danke, 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 danke. Das ist alles faszinierend. Es ist 12.55 Uhr. Ich will Mittag essen. So, das war's für diese Folge. Ja. War das motivierend zum Schluss? Worüber reden wir das nächste Mal? Wollt ihr das jetzt noch wissen? Wart ihr motiviert, bis zum Schluss durchzuhalten, bis ich es euch sage? Morgen reden wir, wenn ich das nicht ändere, über Deospray. Wahnsinnig interessant. Bis dahin, Xane. Was habe ich dazu bloß zu sagen?